mittig einfahren, bei der Lampe kurz nehmen, heben, lösen und rausschneiden. Rechts hinein gerade kehren und gerade wieder kehren und flach raus. Erst die Kurve tief fahren, auf den Hochschuh, Seil anziehen, Steigen ein bisschen nehmen, warten und rausziehen. Links hinein gerade nehmen, links hinein gerade nehmen. Mittig rein schneiden. Jetzt hoch und rausschneiden. Ziel. Mein Name ist Martina Fontanive. Ich bin 28 und wohne in Zürich. Im Sommer bin ich selbstständige Innenarchitektin und im Winter bin ich Bobpilotin. Angefangen habe ich im Winter 2012. Dann habe ich im Februar Bobschule gemacht. Und eben nach dem ersten Jahr als Anschieberin habe ich dann im 2013, 2014 Pilotin gemacht und jetzt ist das meine zweite Saison, 2014, 2015. Ich liebe es, Sport zu machen und ich liebe Geschwindigkeit und Kraft und Bob verbinden beides. Der ganze Nervenkitzel, dass du für dich verantwortlich bist, für jemanden hinten drauf, für deine Bremserin. Das, ja, das Gefühl, wie du mit diesen genauen Handbewegungen, dann musst du Bob die Bahn ablenken. Das ist das, was mich fasziniert. Das Team ist sehr wichtig beim Bobfahren. Ich finde es auch sehr schön, so einen Teamsport zu machen, obwohl man merkt, Konkurrenz innerhalb des Teams, unter den Anschiebern oder in der eigenen Nation, unter den Piloten. Die merkt man schon. Aber das Team ist doch etwas oder ein Faktor, der mir sehr gefällt beim Bobfahren. Nur schon zum Bob drehen, muss man einfach drei Leute sein. Das heisst, man muss ständig fragen, hilfst du mir da? Oder man selber hilft schnell an einem anderen Team. Das ist sehr wichtig. Auch eben, dass man merkt, dass die Konstellation innerhalb des Teams gut ist, dass die Stimmung gut ist. Weil nur wenn beide beim Start das Timing genau treffen, ist man auch schnell am Start. Schwierig am Bobfahren ist in erster Linie ein Team zusammenbringen. Wir in der Schweiz, wir haben da nicht einen nationalen Verband, der das macht. Das heisst, jeder Pilot muss selber sein Team zusammenstellen, selber Löhne zahlen, seine Leute, sofern er das macht. Selber das Material beschaffen, alles einfach selber managen. Das ist die Schwierigkeit. Oder auch, dass ich anrenne mit meinen Anschieberinnen, den Bob anschiebe, der ist etwa 200 Kilo schwer. Nachher merke ich, schnaufe noch, wenn ich drin sitze im Schlitten. Aber dann muss ich mich konzentrieren, muss ruhig bleiben, dann geht es erst los für mich als Pilot. Vor allem der Kraftaufbau für den Winter ist natürlich sehr zentral. Dann gehört dazu Sprungtraining, Sprinttraining, Schnelligkeitstraining. Im Winter dann vor allem Explosivkraft. Explosivkraft heisst, man hat 60 Sekunden Zeit. Innerhalb von diesen 60 Sekunden müssen wir starten. Wir geben uns selber ein Kommando. Das heisst, auf den Punkt, der für uns Go ist, drücken wir mit allen Kraft, die wir haben, den Schlitten weg. Das heisst, explosiv müssen wir dann sein im Wettkampf, dass wir auf den Punkt bereit sind. Und dann heisst es eben in den Schlitten springen und runterfahren.